So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator. Der für heute wahrscheinlich vorletzten. Ja. Zwei mache ich noch, also mit der jetzt hier. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Mission, die wir jetzt gerade gestartet haben, bis dahin auch abgeschlossen haben. Weil das ist ja eine etwas längere Mission. Nach Zürich. Oha. Von der Anaconda nach Zürich. Lass uns loslegen. 700 Kilometer. Eieieiei. Nee, doch. Ja, gerade hier so dunkel aus. Weil es wahrscheinlich, weil es draußen schon hell wird, langsam. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wie wär's mit Nein? Alter, sowas einfach mal im Echten Demnächst machen. rechts abbiegen. Einfach so Nope. Ich wäre, wenn ich ganz böse gewesen wäre, wenn ich da jetzt gerade nach rechts einfach durch den Zaun gedrückt. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Hier so, weißt Nimm diese Ausfahrt neu berechnen. du? Oh, wir sind ja wieder am Anfang. Na nu, wie sind wir denn hier Okay, hingekommen? lass uns eine neue Route finden. Neue Route finden. Kein Problem. Okay, komm, Finde jetzt aber eine mal neue richtig hier, Route. Alter. Ja, schön. Zeit zu gehen. Ich mag Open-World-Spiele. So, jetzt fahren wir aber mal richtig hier. Biege nach links ab. Hat der mich gerade geautoblinkt? Mit Geautolicht blinkt? Weil ich meine Scheinwerfer an hatte? Nimm diese Ausfahrt. Okay. Habe ich jetzt gerade Schaden bekommen? Nee, ne? Nö. Klang aber gerade schon ganz schön heftig. Oh, wir sind zu schnell, wir sind zu schnell, wir sind zu schnell. Nein. Ich hätte schwören können, dass wir jetzt gerade hängen bleiben. Aber wohl nicht. So, jetzt mal hier nicht so viel rumspielen. Wir sind so schon. Wir haben so schon eine relativ lange Mission. 10 Stunden brauchen wir. 10 Ingame-Stunden. Hei. Da müssen wir aber auch auf die Tube drücken, du. Könnte sein, dass wir ein bisschen zu schnell fahren. Ich frage für einen Freund. Andererseits, ich meine, wir fahren ja relativ Autobahn hier. Völlig relativ lange Strecke. Können wir wirklich mal ein bisschen Gas geben, ne? Was ist das denn hier für ein Konstrukt? Alter, hier ist Bandsalat. Der Bandsalat ist ja hier ex. Aber ist das hier alles ein einziges Konstrukt? Hä? Hier sind 2 Straßen komplett in der Schlaufe. Das hier ist gar nicht für uns, diese beiden Dinger. Kann das sein? Oh, okay. Das sieht ja mal sehr interessant aus. Wie weit geht eigentlich dieser Autopilot hoch? 20, 30, 140, 150, 60, 170, 200, 250. Hat der überhaupt ein Limit? Schade, mit Rückhalten geht nicht. Ich nehme Wetten an, ne? Also, wir sind ja schon bei 500 km/h.
Ich wette, das Ding hört gar nicht mehr auf. Mal gucken, was bei 1000 Überschlag gibt's. Bei vier Stellen. Jetzt muss ich ein überholendes Fahrzeug überholen. Oh, wow, es gibt kein Überschlag. Er rendert einfach die Zahl weiter. Das ist natürlich sehr hübsch. Habe ich noch Bock weiterzumachen? Wenn ich jetzt auf 10.000 gehen möchte, dann muss ich ja ewig klicken. Da bist du ja bekloppt von. Komm, wir machen mal 1500. Bam. So. Das ist aber eine schöne Zielgeschwindigkeit. Ja, klingt realistisch. Das Auto rechts, dem Mutz hat aber auch höher schon Speed drauf, ne? Aber wir hängen langsam ab. Sehr schön. Oh, der fährt natürlich wieder genau in meine Fahrbahn. Bitte links. Danke dafür. Guck dir die Straßen da rechts an. Das sieht ja sehr interessant aus. Okay. Jetzt gibt es ja eine innere Autobahn und eine äußere Autobahn. Die äußere Autobahn ist, wenn ich das richtig verstanden habe, von zwei Mautpointen umgeben und hat auch eine Abfahrt in die Stadt oder so. Und die mittlere Autobahn, die innere Autobahn quasi, die ist einfach eine, die an allen dann, die an all den Treffen vorbeigeht und einfach YOLO macht. Oder wie jetzt? Verstehe ich das jetzt richtig oder? Oh, der da vorne fährt sich wieder unseren Weg rein. Danke dafür. Na komm, weiter, schneller. Sonst rast hier in den Rücken rein. Dann fahr mal nach rechts oder was? Macht er nicht. Gut, egal, wir müssen hier nach rechts. Tschüss. Ich glaube, wir haben aus Versehen den Tempomat von einem Düsenjet geklaut. Oder das Tempomat von einem Extreme Overclocker, der seinen Motor immer mit flüssigem Helium kühlt. Aber ich meine, um 1500 km/h zu erreichen mit einem LKW. Da brauchst du schon einen ganz schön heftigen Motor. Ja. Also ich weiß, es gibt gerade so Tuning-Werkstätten, ja, so in Amerika, die können den Motor so aufmotzen, dass der Truck, also dass ein LKW auch schon mal so, ja, bis 300 km/h erreicht. Aber ich meine, da sind dann auch schon Biester. Und alles, was da drüber ist, erreichst du nur höchstens mit den LKWs, die sich hinten so Düsenjet-Turbine darauf geknallt haben. Was ich optisch aber richtig hässlich finde. Hey, da kannst du gleich einen Düsenjet nehmen. Also. Genau so klingen die. Waren immer die mir in die Spur fahren.
Platz, da kommt der Mats, da unten eine Kurve. Upsi. Oh ja, easy. Würde ich mal sagen. Well. Wie sollen wir eigentlich andauernd zweimal das Navi drinne? Kann er sich nicht einfach mal merken, dass ich da das Ding drinne habe? Kann nicht so schwer sein. Warum fällt er immer wieder aufs Navi um? Ist das dumm oder was? Hola, Habibibi. So, wir haben noch, wir brauchen noch 6 Stunden und haben noch 23 Stunden. Holy moly. Das ist ja fast die das ist fast die vierfache Zeit, die wir haben. Als wir brauchen. Oha, apropos, wie soll man hier gar nicht runterrollen? Oh, was ist denn da los? Bitte links halten. Das ist schon wieder eine Umleitung. Wow, 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 wow. Ey, beruhig dich. Wow, Alter. Zoom ist gefährlich. Scrollen auch. Okay. So, das heißt, wir müssen hier lang. Gut, macht jetzt nicht so groß den Unterschied. Wow. Okay, let's go. Fahrt vorsichtig. Können wir hier einfach durchbrechen? Ausfahrt rechts nehmen. Route neu berechnen. Ah. Ah, das geht. Ich meine nicht, dass ich das jetzt öfters machen werde, aber interessant, dass es geht. Ich dachte schon, das ist schon so wie bei vielen anderen Spielen, wo denn an der Stelle auch nur Alpha Wand ist. So, dass er dann einfach, boom, ne? Stichwort GTA San Andreas, wo du ja auch über die Brücken nicht rüber darfst, wenn die anderen Inseln gesperrt sind, und wo dann auch einfach eine Alpha-Wand ist. Ne? Dachte ich, dass es hier jetzt auch so ist. Aber, dem scheint wohl nicht so. Wie gesagt, machen werden wir es in Zukunft nicht. Ich wollte es einfach mal probieren. Ob das geht. Kann auch sein, dass wir jetzt den Spiel kaputt gemacht haben, weil hier ist jetzt kein Verkehr mehr. Was ein bisschen traurig ist. Ja gut. Haben wir die gesamte Straße für uns. Geil. So muss das sein. Alle, guck mal, da vorne ist wieder Verkehr. Okay, das heißt, wir spawnen nach. Hä, was machen die denn da? Hier ist auch eine Baustelle. Jetzt bin ich verwirrt. Wie soll man hier dran vorbeikommen? Ach so, da. Da muss man dran vorbei. Ist ja aber sehr schlecht ausgeschildert, meine Freunde. Hier soll man nach da. Dahinter ist gleich die nächste Baustelle. Digga, was ist denn hier los? Weil das Schild von der Ferne hat mich verwirrt. Deswegen dachte ich, ich muss nach rechts ziehen. Und dann war da auf einmal noch ein Unfall. So, hinter mir kommt ein Bus. Dem ist alles egal. Der fährt in die Baustelle rein. Ich schwöre gerade, der Bus war mit der vorderen linken Ecke. War da gerade in der Baustelle. Alter, was geht hier ab? Dieses Spiel macht mich gaga. Ich sag's doch, wir hätten nicht durch die Umleitung fahren sollen. Das Spiel ist jetzt kaputt. Ich schwöre, Walla Habibibi. Avada Kedavra, Simsalabim, Jim Jimini, Jim Jim. Oder so ähnlich. Wo müssen wir überhaupt lang? Wir müssen geradeaus. Okay, okay, okay. Ja, vor uns ist aber auch kein Verkehr mehr. Na gut, klar, wir stehen ja auch die ganze Zeit.
Der ist ja schon weggefahren, der Verkehr. Logisch, dass vor uns kein Verkehr ist. Wenn wir stehen. Die Frage ist, ob der wieder Verkehr spawnt. Weil hinter uns ist auch kein Verkehr mehr. Ich bin verwirrt. Offen gesagt. Bitte links halten. Guck mal, vor uns kommt auch kein Verkehr mehr. Ah doch, da ist ein LKW wieder gespawnt. Okay. Aber was wollte ich nicht nur so wenig? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Jetzt haben wir die Umleitung erfolgreich überlistet. Ich meine jetzt über Dingsdat. Das heißt, ab jetzt sollte wieder alles legal sein. Direkt mal speichern. Eieieiei. Ich sollte aufhören, mit meinem Experimentierwahn die Spiele immer in die Knie zu zwingen. Das tut den Spielen nicht gut. So, wo ist gelb? Gelb ist da. Aber guck mal, auch die LKW fahren da normal durch. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Weißt du, ich dachte gerade so, ich war so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen haben wir teilweise, dass uns die Schranke den Bart abrasiert teilweise und wir einfach durchrollen. Aber das war jetzt schon ganz schön heftig. Und wir sind tatsächlich, also man kann tatsächlich auch gegenfahren. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Auch wenn es gerade ein bisschen sehr weh tat. Dem LKW vor allen Dingen. Zum Glück haben wir gerade vorher jetzt gespeichert. War ganz gut. Ja. Ey, wir haben schon mehr als die Hälfte der Strecke geschafft. Wow! Was siehst du, bis du rumspeeden macht. Ey, ich hab gerade 17 Minuten gebraucht. Wie. Also. Wenn es so weitergeht, dann schaffen wir die gesamte Strecke in der Folge. Nice! So. Dann können wir in der nächsten Folge wieder hier schon Spezialtransport machen. Dann machen wir mit der Folge hier ein bisschen Überlänge. Nächste Folge dann vielleicht auch. Keine Ahnung, wie lange denn der Spezialtransport geht. So, wir schon hier schon mit 30 durchbrettern. Okay. Siehst du jetzt gerade zum Beispiel? Ding hätte halt uns halt locker wegrasiert eigentlich. Aber wir sind einfach durchgefahren. Ich habe auch teilweise das Gefühl. Oder habe ich das sogar schon mal ausprobiert? Dass der Führerstand gar nicht Teil der 3D-Szenerie ist. Ich habe leider nichts, wo wir gegenfahren können. Mich würde nämlich gerne mal interessieren. Gibt es irgendwelche Sachen, wo wir durchfahren können? Warte mal kurz. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ja, und ich finde dich. So, hier zum Beispiel, die Büsche. Kann man doch bestimmt durchfahren, ne? Nee, kann man nicht. Schade. Dann lässt mich bitte weg. Schade. Alter, guckt euch die Gebüsche mal im Rückspiegel an. Einfach nur so Grafikblocks. Guck mal hier zum Beispiel. Diese Dinger da, ne? Genau. Die rotieren zwar, aber die rotieren teilweise nicht in den LKW rein. Was? Bleibt mal stehen jetzt hier.
Okay, gut. Ist richtig im LKW drin, sehe ich gerade. Okay, vielleicht habe ich mich also doch getäuscht. Weil es sieht teilweise so aus, wie als wenn Gegenstände eigentlich schon im LKW drin sein müssten, aber das Führerhaus einfach drüber gezeichnet wird. Bilde ich mir das nur ein, oder? Ich sollte mal einen gesünderen Schlaf haben. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen auf Drogen. Naja. Aber schön, dass wir 1500 fahren können, ne? Ach, der war geladen. Och nö. Das ist deprimierend. Das ist ja deprimierend. Oh, hier geht's gerade bergab, ne? Kann das sein? Wir beschleunigen irgendwie ganz schön schnell. Die Kurve ist ganz schön eng. Wo halt und wie es hier bergab geht. Alter, wir haben schon 140. Holy moly. Ist das so eine Fahrmanöver hier? What? Aua. Einmal blöd an der Maus kommen und schon... Aua. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Solche Fahrmanöver könnte man mit der Tastatur wesentlich schwieriger machen. Ich meine, am besten wäre es natürlich mit dem Lenkrad. Klar, keine Frage. Aber mit der Maus kann man sowas auch schon relativ gut machen hier. Außer man kommt natürlich ungünstig an die Maus und verschiebt die erstmal. Und das Lenkrad macht... ein auf Tanko. Oder so. Oha, da vorne können wir aber ein paar sehr enge Kurven. Ich sehe, wie viel Schaden haben wir eigentlich bekommen. Ja, habe ich die Maus verstellt? Nö. Zustand. Ah, die haben wir ein bisschen Schaden bekommen. Eieiei, schon wieder 2000 Euro Schaden. Oh, mit langsamer fahren hier. Oh, da ist Unfall. Achso. Bloß auf dem Bandstreifen. Ich dachte schon. Rechts geht's ja nicht. Was ist denn hier los? LOL. Wie geil ist das denn bitte? Ach so! Ja, eben direkt die Map ist so angepasst worden. Ah, okay. Da hast du schon, das ist jetzt hier so ein Zufallsereignis. Aber nee, das ist direkt die Map, die so bearbeitet wurde. Ich meine, ist trotzdem geil von der Optik her. Aber anders geil als ich dachte. Und wenn das ein Zufallsereignis wäre, was die Map so hart bearbeiten kann. Der wäre es halt nochmal eine Nummer geiler, weißt du? Der wäre eine, ja, get on my level, bitch, Art von geil. So ist es nur so
geil. Ich bin einfach wieder breiter. Müsste hier nicht auch die andere Seite gesperrt sein? Macht das Sinn? Wenn ja, welchen? Okay, ich bin verwirrt. Ja. Ich bin dezent verwirrt. Dezent. Der richtig alpige, gebirgige Landschaft, meinst du? Und wir erreichen sehr schnell sehr hohe Geschwindigkeiten. Aua, aua, aua. Macht mir ein bisschen Angst. Zum Glück ein bisschen. Oh, der volle Kontrolle, klar. Kommt schon wieder eine sehr enge Kurve. Ah, ne, hier lass mal lieber runter. Das würden wir sonst nicht überleben. Der Hänger neigt sich so schon extrem und er neigt sich noch extremer. Holy moly. Wow, wow, wow. Hänger, beruhig dich. Komm, gibt das alles um halben Preis. Rastet der Hänger hier aus. So, ja, ne. Alter, guckt euch diese Landschaft an. Das sieht doch geil aus. Oh, die Kurven sind ganz schön eng. Oh, was macht der denn da? Ausfahrt rechts nehmen. Raubt er mir hier meine Spur? Was ein Huso so. Nimm die Ausfahrt rechts. So, noch 40 Kilometer. Das klingt doch wie ein Klacks, klingt das doch. Boah, links die Felder, Alter. Willst du da? Ne, okay, ich meine, Traktor haben. Ne, Traktoren können da, kommen da locker hoch. Zum Feld bestellen. Aber damit nochmal ein Auto lang, da brauchst du echt schon Kletterausrüstung. Brauchst du da, um da zu arbeiten. Wie einer von euch zieht das nach links, nach rechts. Dann klatscht es. Und dann rechts ab. Achso, halt mich nach rechts. Ein bisschen nach rechts. Gut, ab hier wieder langsam fahren, weil hier ist ganz schön. Erstens sind wir fast am Ziel. Und zweitens sind hier ganz schön enge Kurven. Die machen mit dezent Angst. So, ab da vorne ist eh noch 50 erlaubt. Okay, dann halten wir uns noch mal daran. Das klingt ganz vernünftig bei den Kurven hier.
Ich bin Ravenlatscher von Beruf. Und du? Guck mal, falls du jetzt das ist wieder Fragezeichen. Können wir direkt mal alle abklappern. Damit wir noch eine DAF, Iveco oder Renault Werkstatt da finden. Wollte gerade sagen, erfinden, aber erfinden, hä? That make no sense. Links halten und dann links abbiegen. Ah, schon wieder DAF. War doch klar, dass er DAF ist. Ja, DAF-Händler. Kennen wir ja noch nicht. Ich klatsche euch gleich hier alle weg, Alter. Ich schwöre, voila, abibibi. Alter, kann das ja bloß wieder so eine Arbeitszentrale sein, ne? So ein Arbeitslager. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh, war ein bisschen überfahren, ne? Ja, ist ja gut, ich stehe gerade, Mädel. Ach, da. Ah. Quasi perfekt. Also perfekt genug für mich zumindest. Ich sattel schon wieder ab. Oh. Wir fahren los. Ja, dann muss ich erstmal wegfahren, damit ich wieder hinfahren kann, damit ich wieder aufsatteln kann. Ich dachte, die Zeiten, wo ich aus Versehen absattel, sind vorbei. So, Motor aus und abkuppeln. Hier, mit Enter bestätigen meine ich doch. Mann! Scheiß abkuppeln, Alter, kriege ich hier. Ist ja Traumata. Oh, wir haben Level 9 erreicht. So, wir wollten jetzt erstmal hier oben alles fertig machen, ne? Ich würde mal sagen, wir machen erstmal Gase. Jo, anwenden. Bam. So. Und dann machen wir nächste Folge Spezialtransport. Speichern. Beenden. 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 Ich hoffe, wir können auch schnell, obwohl doch, war ja nicht ausgekraut. Wir können auch schnell ein bisschen machen. Ich weiß zwar nicht, was so lange mit unserem LKW passiert, aber hey. Vielleicht bleibt er einfach stehen oder so. Mal gucken. Was? Genau. Da. Perfekt. So, ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Dann sehen wir uns dann, ja, zwar für mich letzten Folge für heute. Für euch kommt die Folge wahrscheinlich nicht mehr heute. Ja, vielleicht auch doch. Keine Ahnung. Mal gucken. Bis dann.